Beginnen wir mit unserem kleinen Rundgang in der EduDIP-Konferenz mit der Schüleransicht. In der befinden Sie sich ja auch gerade. Die Konferenz hat noch nicht gestartet. Dennoch kann der Schüler bzw. Sie jetzt schon aktiv werden. Das bedeutet, über die Werkzeuge kann er jetzt schon mal die Kamera testen, über die Vorschau oder das Mikrofon. Ebenfalls über die Vorschau, wenn man redet, wird hier sozusagen ein Ausschlag angezeigt. Ausgeschaltet wird das Ganze wieder über den Klick auf das Werkzeugkreuz. Die zweite Möglichkeit wäre schon mal die Handzeichen anzuschauen. Hier haben wir also verschiedene Icons, die dann bei Gebrauch neben Ihrem Namen angezeigt werden. Sind Sie also mit etwas zufrieden? Dann Daumen hoch, sind Sie mit etwas nicht zufrieden, lächeln Sie, haben Sie eine Frage oder sind Sie unzufrieden? Sind Sie von einer Aussage überzeugt? Möchten Sie Ihre Meldung zurückziehen? Drücken Sie auf das Kreuz. Und die Tasse ist ein besonderes Symbol, das heißt ja nicht bloß Kaffee, sondern das heißt Pause. Das heißt, Sie sind kurz abwesend oder der Schüler ist abwesend. Wenn er wieder zurück an den Monitor kommt, muss er sagen, ich bin zurück und nimmt wieder am Geschehen teil. Der Schüler oder Sie in diesem Punkt können auch die Chatfunktion jetzt schon nutzen. Sie können eine Nachricht eingeben an alle Teilnehmer oder nur an die Moderatoren. Das geht also auch, ohne dass das Meeting gestartet sein muss. Ich habe jetzt einmal auf die Moderatorenansicht umgeschaltet. Das sieht also jeder, der zum Beispiel in der Klasse Klassenleiter ist, wird also automatisch zum Moderator gesetzt, beziehungsweise alle anderen Lehrerinnen und Lehrer, die das entsprechende Adminrecht auf die Konferenz haben. Sie sehen, da sind schon ein paar mehr Zeilen oder Leisten. Wir haben also auch die Werkzeugleiste. Hier empfehle ich natürlich auch den Test der Kamera und dem Test mit dem Mikrofon. Sie können die Lautstärke noch einstellen. Im oberen Teil haben Sie verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, die ich Ihnen empfehle. Also zum Beispiel den Namen neben dem Laserpointer ein- und ausschalten, den Chat löschen beim Start. Das ist sehr zu empfehlen, damit Sie dann, wenn der nächste die Konferenz startet, auch ein aufgeräumtes Chat-Tool hat. Den aktiven Sprecher fokussieren empfehle ich Ihnen. Das ist dann so ein blauer Rahmen, der um Ihr Bild sozusagen angezeigt wird und das Handzeichen entfernen, wenn die Teilnehmer, sprich die Schüler, vergessen, ihre Smileys auszuschalten, dann können Sie das hier über dieses Häkchen setzen und dann wieder kurz rausnehmen. Desktop-Benachrichtigung kann ausbleiben, weil Sie sind ja aktiv im Geschehen drin. Ausgeschalten wird das Ganze wieder durch Klick auf die Werkzeugleiste. Im Vorfeld der Konferenz, das heißt bevor Sie die Konferenz gestartet oder starten werden, empfehle ich Ihnen zu überprüfen, ob alle Dokumente, die Sie vorher hochgeladen haben, auch wirklich vorhanden sind. Neben den Standardelementen haben Sie hier zum Beispiel eine Notenzeile oder ich habe hier in dem Beispiel mal verschiedenes Papier hochgeladen und sind 14 Seiten. Sie können also hier über diesen Pfeil das entsprechende Schriftpapier einstellen, was Sie gerade brauchen, wenn Sie etwas Besonderes haben möchten. Gerade für den Grundschulbereich ist das sehr zu empfehlen. Wollen Sie Ihr Dokument ausschalten, dann gehen Sie entweder auf So funktioniert's oder auf die Zeichenfläche oder Millimeterpapier oder Karo-Papier, sodass Ihre Dokumente erstmal ausgeblendet sind. Geschlossen wird das über das Kreuz und damit sind wir bereit für das Meeting und können die Konferenz starten.